Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Im letzten Part haben wir eine Kamikaze-Attacke auf unsere Pokémon gekriegt und sie sind K.O. gegangen, zwei unserer Pokémon. Dafür sind sie aber auch drauf gegangen. Holla, Dio, das war lustig. Ich musste ungefähr 5 bis 10 Minuten lang lachen und naja, danach hatte ich dann keinen Bock mehr. Hier sind ein Haufen Geradax. Also Geradax ist ein gutes Normal-Pokémon, Leute. Aber ich bin nicht der Freund davon. Er macht Sandwirbel. Geradax ist auch ein sehr schnelles Pokémon, sieht man schon. 10 Level drunter und einmal Sandwirbel und ich treffe nicht mehr. Das ist Pokémon, Leute, ja. Lebensula, ja. Stärke Elektrizität wird geschwächt. Wenn es regnet, würde sogar Donner treffen. Donner ist eine geile Attacke, finde ich. Er hat eine Beere mit, immer eine Sindelbeere, also der nervt einfach nur. Ne, Schaufel ist nicht so stark. Antikraft! Nochmal Sandwirbel, also meine Genauigkeit ist nicht mehr so genau. Und ja, geht sicher wieder daneben, ist klar, ist klar. Leute, ich schneide jetzt raus, das kann länger dauern. Boah, sechsmal Sandwirbel, ich hätte fast nichts mehr getroffen, ey. Und da ist ein Elixier. Ein geiles Item. Halt die AP komplett auf. So, dann ist hier oben. Habe ich dich schon gekämpft? Ja, habe ich. War gerade mal von einer Minute oder so. Dann, ups. Hier hoch. Und hier ist die Magwa. Ja. Hallo? Nachgeschieben ist langweilig. Kann ich nicht viel erzählen davon, weiß ich nicht. Hey, du! Komm nicht in die Nähe des Klimainstituts! Warum? Wir stehen hier Wache! Hey, du, halt dich bloß von den Klimainstituten fern, das ist nicht sicher! Ist es einsturzgefährdet oder was? Klimainstitut, schauen wir mal rein. Auch wenn sie sagen, es ist gefährlich, Ach so, Moment, Leute, ich heile mich mal. Jetzt ist es nämlich ziemlich krass. Während ich einfach mal so unterwegs bin, wird, Papinella, unser Beutel, Level 35! Puh, ist eine. Oh. Was war das? Ist eine harte Arbeit. Und warum ein Schritt und wieder ein Pokémon? Heieiei. Schade, Leute, dass Papinella nicht mehr viel erlernt. Ist es nämlich schon Level 35. Yeah. Okay, ich habe mich geheilt im letzten Pokémon Center. Es war ein langer Weg. Und damit nichts mehr kommt, gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Wow, so. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier so gefährlich? Warum warnen uns Team Aqua? Ist hier etwa Team Magma oder was ist... Was geht hier ab? Ich will das wissen. Hallo. Hallo. Als ich schlief, schlief sich jemand nach oben. Hä? Ist eine Stiege hier oder was? Hier ist ein Computer. Hier kann man... Ja, Pokémon austauschen. Brauche ich allerdings nicht. Und... Hallo? Wie? Was macht denn das Kind hier? Meinst du mich? Ich schaue hier, was hier so gefährlich ist. Warum? Als unbedingt kämpfen willst. Heieiei. Aber nicht mal seine Ruhe. Okay, sie schickt ein Carnivana in den Kampf. Das besiege ich mal ganz geschmeidig mit Megasauger. Geschmeidig! Geiles Wort, oder? Geschmeidig. Eine sehr gute Attacke gegen Carnivana. Und auch noch sehr stark. Also, Papinella geht ab. 500 Erfahrungspunkte und Team Aqua Rüpel. Wie? Ich habe verloren? 560 Pokédollar. So, jetzt muss ich für einen anderen noch vorstellen, nämlich unseren Sottl. Der ist nämlich auf Level 33. Das ist ja sehr niedrig, Leute. Ja. Was geht hier ab? Weißt du was? Der Boss hat ein Interesse, hat er vorher schon gezeigt. Da hat er uns vorher geschickt. Stör uns gefälligst nicht. Na gut, ich störe gerne. Besonders wenn es gefährlich ist oder so, da gehe ich erst gerne rein. Okay, er schickt ein Zubat. Leute, eine kleine Randinformation. Zubat war das erste Shiny, das ich jemals getroffen habe. Schreibt mal in den Kommentaren, was euer erstes Shiny war oder ob ihr überhaupt noch nie gesehen habt. Okay, und er hat ein Pfiffchen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Obwohl, naja, es hat ziemlich genervt. Schwäche, Kampf, Käfer, stark gegen Psycho und Geist.
Und wow, Zertrümmerer haut rein. Das ist, oh, Brüller, das ist eine... Naja, ich mag die Attacke nicht. Okay, man kann sie gebrauchen. Es wechselt das Teammitglied von anderen Trainer aus, wenn zum Beispiel ein Pokémon gebufft hat, so 6 Mal und so, dann kann man es gebrauchen, was sonst, ja. Ja, nicht so der Fall. Und LP wurden aufgeteilt. So ein Mist besiegt und einen killt ich! Geh weiter. Ich hau kein Pokémon mehr, es darf weitergehen. Hey, hey, hey. Oh, Doppelkampf. Okay, Namuel und Zottel, ja, das ist eine gute Mischung. Normal und Pflanzentyp. Das Institut hat kein Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Das ist ein geiles Pokémon nebenbei. Jetzt sag nicht, du bist auch auf der Suche nach diesem Wetter-Pokémon. Das erlaube ich nicht. Ich war schließlich zuerst hier. Naja, wir haben meistens zuerst Kamatas, aber ich bekämpfe euch gerne. Okay, die haben irgendwie keinen Namen mehr, die haben heißen jetzt nur noch Rüpel, finde ich schade. Ein Zubat und ein Fifian, beide auf Level 27, okay. Felskrab auf Zubat und... Puh, Walzer auf Zubat, falls Felskrab daneben geht. Weil es hat nicht genau gerade die höchste Genauigkeit, aber egal. Es ist weg, hat ausgereicht. 156 für beide Pokémon und es kommt ein zweites, nämlich ein Fifian. Okay, 2 Fifian ist nicht so gut. Walzer! Lamuel, du walzt alles nieder! Bis! Hau! Er hat sich verliebt, wie süß. Okay, Felsgraben. Nee, Zertrümmer ist besser. Ist genauer. Ist auch sehr effektiv noch dazu, wegen Unlicht und ja, Verteilung wird auch noch gesenkt, auch wenn es ein bisschen unnötig ist. Biss! Und weiter, das zweite Mal! Woo! Ein Volltreffer, unnötigerweise, aber egal. Weg mit ihm, weg! Aber geile Musik haben die Team Aqua, oder? Nicht mal still. Was kommt jetzt? Ein Kanivana. Ah, okay. Wenn Lamuel jetzt nochmal seinen Walzer macht, ist es so oder so weg. Laubklinge! Kapum, kapum und Kretz! Und weg. Wenn das nicht weg ist, Leute, weiß ich auch nicht, was ich mit meinem Sottel tun sollte. Oh, verletzt. Ja, okay. Das nervt einfach nur. Und die beiden wurden besiegt. Ein Kind hat mein Gladius gekreuzt. Nun schau dir deine Pokémon an. Sind ja alle Noobs. Ey, sag nichts gegen meine Pokémon, okay? Leute, ich weiß, welche Pokémon eigentlich wirklich gut sind, ja? Ich nehme extra Pokémon, die ich selten nehme oder selten genommen werden, habe ich ja schon im ersten Part mal angesprochen. Wir sind Team Aqua. Wir sind immer dort, wo Raritäten gefunden wurden. Wurden? Okay. Ich dachte, wo sie gesucht werden. Aber egal. Er schickt auch ein Fifian rein, also nur Fifian. Warum nicht die Weiterentwicklung, falls es eine hätte? Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal nachsehen. Ich weiß nur, das ist Typ Unlicht. Ein ziemlich cooles Pokémon, das man gebrauchen kann. Naja, mehr nicht. Weiter mit der Auswelt. Silberhauch! Geile Animation. Käfer ist sehr effektiv. Yes! Käfer-Effekt. Oh, und Angriff steigt, Verteidigung steigt, Init steigt, Spezialangriff steigt, Spezialverteidigung steigt. Das ist der Effekt von Silberhauch, Leute, allerdings nur 10%, was ich ziemlich schade finde. Sottl erreicht Level 34. Jo, gutes Level. Und Voidl 153 Fangpunkte. Noch ein Zubat. Okay, ich lass draußen. Voidl, ich lass dich draußen, weil du bessere Stats hast wie vorhin. Haha. Ich schaff das locker, schaffst du locker, Windstoß! Alles ist gestiegen, also weg! Super! Ich finde irgendwie Silberhauch geil. Oh, ein Kanivana, ja, Voidl, du schaffst jetzt alles. Du bist jetzt das OP-Pokémon! Oh, Power! Kanivana! Megasaga! Papinella! Also, Leute, sagt nicht, Papinella ist schwach. Das geht ab. War sowas von. Das war's dann wohl. 520 Pokédollar.
Und wer bist du? Du passt auf, hä? Du willst dich allen Ernstes in der Angelegenheit von dem Argo einmischen? Da bist du entweder furchtlos oder einfach nur dumm. Oder beides? Du bist ja so niedlich, einfach widerlich. Ich mag dich fertig, du Baby! Ich beweise dir das Gegenteil, okay? Team Aqua Forscher und Cordula, die haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Mit einem Kanivana Level 28, yes. Okay, Sattel, Laubklinge. Hakum, Hakum, Hatschum, Hatschum. Ich stelle mir gerade so vor, wie Reptain mit seinen Laubklingen-Dinger da so richtig auf die Fresse haut. Ja, Rauhaut nervt nur. Magneien, das ist auch interessantes Pokémon. Ich glaube, das ist die Erweiterung von Fifien. Er hat nämlich Bedroher, mein Angriff ist vermindert, er ist ein Unlicht-Pokémon. Ich glaube, das ist sogar die Weiterentwicklung. Zertrümmerer, Kaboom, ist zwar sehr effektiv, aber schau mal Leute, wie viel das abgezogen hat. Rein gar nichts fast. Okay, Laubklinge, es hat Step, und es hat rein und Kaboom. Ich habe zwar einmal Bedroher drauf gekriegt, trotzdem, es macht mehr Angeberei. Mein Angriff steigt stark, also um 2 Stufen, also plus 1 insgesamt jetzt, und ich bin verwirrt, also das kann man gebrauchen, wenn man Verwirrung stiften will, allerdings finde ich das nicht so oberhammer, wow. Und bis hall! Ich riskier's, Leute. Laubklinge und ist nicht mehr verwirrt, ja, es gefällt mir. Laubklinge-Sattel und Magneien ist weg. Magneien! Ja, Cordula ist besiegt. Du bist einfach widerlich stark! 1021 Pokédollar. Es ist schon schlimm genug, sich ständig mit dem Magma auseinanderzusetzen zu müssen. Und jetzt kommst du auch noch daher! Warum musst du deine spitzen Ringe stecken, die nichts angehen? Weil ich Fun habe daran. Wir haben eine Krisensituation! Eine Gruppe von Team Aqua ist gerade am Klimainstitut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Weg zum Pyroberg! Was? Dann lasst uns hier verschieden! Und so schnell! Wir müssen so schnell wie zum Pyroberg! Die Magma! Die macht sich auf uns gefasst! Die ist doch verrückt, oder? Och, danke, vielen Dank! Und sind wir in Sicherheit? Boah, ich gerade hatte Herzrasen, Leute. Es ist vielleicht ein seltener Art, danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Formeo! Ein geiles Pokémon, Leute. Nein, du bist kein Teammitglied. Es wurde in Box 1 abgelegt. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig vom jeweiligen Wetter. Hier im Institut gibt es sehr viele davon. Kannst du ruhig annehmen. Leute, Formeo ist ein richtig geiles Pokémon. Es ist ein Normal-Pokémon. Eigentlich. Und es kann seinen, Typ ändern. Ich glaube, das ist einmalig. Je nach Wetter ändert er seinen Typ. Also zum Beispiel hier bei Regen hätte Formeo seine Wasserform und es wäre ein Wassertropfen und wäre Wasser-Pokémon. Dann hätte Wasser eine Step-Attacke. Formeo kann die Attacke Meteorologe, die immer Step hat, und ich rede später weiter. Harry, wo warst du? Ich hab dich schon gesucht. Wie stark bist du geworden? Lass mich für dich herausfinden. Bereit? Nein! Du und deine Pokémon? Natürlich seid ihr das. Los! Oh Mann, mein Papinella ist fast Chor und Sottel, was weiß ich. Mann, ich wollte gerade vor mir erklären, dass geiles Pokémon ist. Sie hat ein Pelipper, genauso wie ich. Aber mein Sotl ist vorne, also. Mit 16 KP, meine Güte. Na gut, machen wir das. Felsgrab! Müsste ausgehen, Leute. Müsste sich auch gehen. Ach, okay, doch nicht. Aber die Initz ist gesenkt, das passt schon. Flügelschlag, ja, Reptentious. Da hätte es halt nicht viel ausgemacht, Leute. Weil das Sottl ist nicht sehr gut gegen Flug. Okay, wen mache ich jetzt? Lamuel, raus mit dir! Lamuel, du schaffst es! Papelow! Und du bist auch schon bald Level 35, aber so gefällt mir. Walzer-Attacke! Er macht Schutzschild, also meine Walzer bringt nichts. Schutzschild hat immer Vorrang, da kann ich machen, was ich will, aber ich mach nochmal. Bei Schutzschild, je öfter einsetzt, desto unwahrscheinlicher wird es. Oh, er ist trotzdem erster dran. Lamuel, ich hoffe, das sieht so aus. Yo. Walzer, komm, es wird immer stärker.
Okay, das erste Mal ist wirklich schwach. Das zweite Mal ist krass. Das dritte ist hart. Das vierte ist OP. Und das fünfte ist tödlich. Bei Walzer. Also, wer das aushält, fünfmal Walzer. Jo, das ist ein gutes Pokémon dann. Ah, geht leider daneben. Schade. Na gut, dann mache ich es mit Geheimpower. Geheimpower! Schutzschild nervt einfach nur. Ich meine, bei Ursaring habe ich sie auch gebraucht. War ein geiler Kampf eigentlich. Aber trotzdem, es nervt. Geheimpower! Ja, Schutzschild schlägt jetzt fehl. 50% Wahrscheinlichkeit. Geheimpower, yes! Was macht es hier eigentlich auf diesem freien Feld? Ich glaube, Paralyse. Oh, das Schutzschild trifft sogar diesmal. Obwohl es 25% hat nur. Das ist nicht viel mehr. Komm, Lamuel, du durchbrichst Schutzschild. Gut, dass ich kein Gift oder so habe, Leute. Das würde ein bisschen problematisch machen. Felipe! 1000 Erfahrungspunkte. Wow. Jungglut. Okay, da wechsle ich aus zu Gregor. Ist ja klar. Wasser gegen Feuer. Feuerkampf sogar. Also war ich beide effektiv, weil ich habe Wasserflug. Jungglut! Auf Level 31. Ist ja auch nett, oder? Mein Gregor. Puh, alles ist effektiv. Also Surfer! Felipe! Wow, und das ist tot. Mit einem Schlag. K.O. 9 Erfahrungspunkte und Lombrero. Okay, da lasse ich meinen Gregor weiter raus. Wasserpflanze. Lombrero. Lombrero, die dritte Stufe dann ist auch noch krass, Leute. Flügelschlag. Mogelhieb. Okay. Du nervst. Du hast nervige Attacken. Maike, tut mir leid, alle sind einfach nur nervig. Oh, Naturkraft. Ey. Das kann irgendwas sein, je nach Naturumgebung. Es ist zum Glück nur Sternschauer. Es hätte was Krasses auch sein können. Wow, 1 KB. Sicher nur 1 KB. Sie setzt als sicher einen Trank ein, also Flügelschlag. Oder auch nicht. Absorber, normal effektiv, wegen Flug. Aber der ist weg. Lombrero ist weg. Tschüss, Lombrero. Lombrero! 800 Erfahrungspunkte und tschüss, Maike. Aha, Harry, du bist stark. Ich hätte schon befürchtet, du hättest im Training nachgelassen. Ja, ein bisschen. Ich muss ja schließlich 6 Pokémon trainieren. Aber ich hätte mir absolut keine Sorgen zu machen brauchen. Weiter so. Und hier, das ist ein Geschenk für dich. VM02. Setze Fliegen ein und deine Pokémon bringen dich an jeden, den du schon mal warst. Ja, bitte. Aber Fliegen einzusetzen zu können, brauchst du den ersten Orden der Arena von Baumhausen City. Vergiss das nicht. Du solltest nach Wurzelheim fliegen. Ich hätte, deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich, Mari. Nun, wir treffen uns sicher bald wieder. Och, ich hoffe, ich kann die Mutterstimme noch. Ha. Und noch wer? Mach weiter so, Harry. Ich bin gerade ein Trainer begegnet, der auf ein Fahrrad fuhr. Du hast den Trainer besiegt, stimmt's? Ja. Das war ihm anzumerken. Das Kind war richtig wütend und sein Gesicht war rot vor Zorn. Ehrlich, sie klang irgendwie begeistert. Wir laufen uns wirklich oft über den Weg. Gehst du zur Arena in Baumhausen City? Ja. Entschuldigung. Ich erwarte, dass du dich dort besonders anstrengst. Mach's gut. Scott, was willst du eigentlich? Okay, Leute, jetzt noch kurz zu Wetter-Pokémon. Je nachdem, welches Wetter es ist, verändert es seine Form. Also, es kann Sonne haben, also Sonnentag, dann ist es Feuer. Regen ist Wasser, dann noch Hagel, dann ist es Eisform, also Formeo ist geil. Und mit, wie heißt das, Meteorologe hat es immer eine Step-Attacke, weil Meteorologe, je nachdem welches Wetter ist, auch andere Schaden macht. Ich habe mal Formio als Eis-Pokémon benutzt, war richtig geil. Haha. Bis zum nächsten Mal, Leute.